Im Prinzip steht der FC Bayern München nach dem Wechsel von Sandro Wagner zu Tianjin Teda ab sofort wieder da, wo er schon Ende 2017 stand. Im Sturm ist der Rekordmeister alleine auf Robert Lewandowski angewiesen. Ist der Torjäger aufgrund der Dauerbelastung übermüdet, verletzt oder taucht er wie so oft in der Vergangenheit in den entscheidenden Spielen ab, fehlt den Münchnern jeglicher Ersatz. Dass Thomas Müller Lewandowski als einzige Spitze adäquat vertreten kann, hat sich schon in der vergangenen Saison als komplette Fehleinschätzung erwiesen. Dem FC Bayern fehlt ein Mann wie Sandro Wagner. Die Bayern bräuchten also einen erfahrenen, torgefährlichen Backup, der sich trotz allem mit der Rolle der eindeutigen Nummer 2 im Sturm zufrieden gibt. Mit anderen Worten, dem FCB fehlt ein Mann wie Sandro Wagner. Mit Blick auf die nach wie vor vorhandenen internationalen Ansprüche ist der Verkauf Wagners nach China ungeachtet der erzielten Millionenablöse ein Wabankespiel und führt die strategischen Überlegungen des Vorjahres, wegen denen man 13 Millionen Euro für Wagner an Hoffenheim zahlte, ad absurdum. So wie Wagners Einkauf damals die Entscheidung von Jupp Heynckes war, der mit Blick auf sämtliche Top-Clubs einen zweiten guten Stürmer unverzichtbar fand, ist sein Abgang letztlich die Entscheidung von Niko Kovac. Wagner kam in der Hinrunde nur einmal über 90 Minuten zum Einsatz. Der FCB-Trainer hat zuletzt fast alles getan, um den gebürtigen Münchner Wagner von seinem Heimat- und Herzensclub zu vertreiben. Der Ex-Nationalspieler kam in der Hinrunde nur im Pokal gegen Viertligist Rödinghausen über 90 Minuten zum Einsatz, ansonsten in allen weiteren Pflichtspielen gerade mal 154 Minuten. Nach der Winterpause wurde Wagner auf die Tribüne verbannt. Deutlicher kann man einem Spieler seine Chancenlosigkeit nicht aufzeigen. Für Wagner ist kein Platz bei Bayern, weil der im Herbst taumelnde Kovac seinen Job vor allem durch den Verzicht auf Rotation und eine klare Festlegung auf seine erste Mannschaft gerettet hat. Daran wird er vorerst nichts ändern. Bayern geht mit dem Wagner-Abgang ein unnötiges Risiko ein. Die Münchner berauben sich ohne Not einer wichtigen Option, um auf Verletzungen, Formkrisen oder Dauerbelastung zu reagieren. Neben Müller könnte zwar auch Serge Gnabry Lewandowski vertreten, aber weder passt die Position zu ihm noch ist er aktuell auf Außen angesichts der permanenten Zwangspausen von Coman, Ribéry und Robben zu ersetzen. Und aus dem Unterbau kommt seit Jahren nichts nach. Vielmehr wurden die talentierten Stürmer Manuel Winsheimer im Sommer zum HSV und Frank Ewiner im Winter nach Kiel mangels Perspektive abgegeben. Und der erst 17-jährige Niederländer Joshua Zirkzee ist noch zu jung, um auf höchstem Niveau eine echte Verstärkung zu sein. Punkt. Es hätte also viele Gründe, und auch Möglichkeiten, gegeben, den unzufriedenen Wagner wenigstens bis zum Saisonende zu halten. Stattdessen geht der Club ungeachtet seiner Titelambitionen ein unnötiges Risiko ein, das im Misserfolgsfall vor allem Kovac und dem für die Transferpolitik verantwortlichen Sportchef Hasan Salihamidžić böse auf die Füße fallen dürfte.